Guten Morgen aus Gardelegen. Zur Begrüßung bekam ich heute 1 Grad Außentemperatur und Schneekriesel. Ich hoffe, das ändert sich jetzt und ich bekomme Käse und frische Milch. Morgen! Hier darfst du aber nicht rein. Das ist ja eine nette Begrüßung. Ich bin Daniela. Hi. Ich bin Tillmann von Bauer Freigeist. Einmal ums Haus, weil hier fängt direkt der Weißbereich an. Also das ist Martin, das ist Hallo. Daniela. Martin ist unser Molkereitechnologe und Käser und ihr habt genau den richtigen Moment jetzt abgepasst. Es wird jetzt nämlich die Kultur dazu gegeben. Die Kultur? Ja, das ist... Kultur ist mir sehr wichtig. Ist das jetzt schon die Kultur, die dafür sorgt, dass das dann dick wird? Nee, das ist nochmal was anderes. Also der erste Schritt ist immer ansäuern durch die Milchsäurekultur und der zweite Schritt ist das Lab dazugeben, also das, was die Milch dann dick macht. Man braucht so viel Geduld. Ja, das ist... Das würde mich wahnsinnig machen. Das ist aber eigentlich der Schlüssel für guten Käse, Geduld. Ja, in jedem Schritt. Was bringt einen als junger Mensch dazu, sowas aufzubauen? Es gibt einfach genug Platz, um Sachen umzusetzen. Es gibt genug Leute, die einem helfen. Wir haben hier diesen Familienverbund aus 4 Generationen. Und die wirken alle zusammen. Und ich habe ja selber auch in Berlin gewohnt und so. Ich misse das nicht. Ich will nicht nach Berlin. Sind das so ein bisschen deine Kinder? Ja, auf jeden Fall. Wir haben schon den nächsten Termin. Wo geht denn das hin? Nach Berlin. Nach Berlin? Läuft es gut? Ja. Läuft? Ja. Ich würde sehr gerne angenommen. Au revoir, madame. Merci, Mann. Ciao. Ciao. Los. Was wird denn? Dein das Ding was denn? Auf dem Kopf da. Was denn? Nimm's ab. Frau okay. Becker Senior. Ja. Na? So denn, ja? So los. Ja, guten Morgen. Guten Morgen. Morgen, Mädels. Aber der macht ja alles alleine. Ja, das ist wirklich man muss phänomenal. Ihm das aber auch wer den Roboter erfunden hat, das muss, glaube ich, auch ein Landwirt gewesen sein, der hatte keine Lust mehr, nachts um 3 aufzustehen. Also du bist noch früh um 3 zum Melken gegangen? Ja. Ja? Hat das für dich irgendwas verloren? Ja, der Unterschied im Melkstand war, wenn da die Kuh gekommen ist, wenn man das 20 Jahre macht, dann kann man da bei Tagträume leben und die Hände spüren sogar, wenn am Euter irgendetwas nicht in Ordnung ist. Und ich war der Meinung, ich kann nur alleine sehen, ob das Tier in Ordnung ist und gesund ist. Ich muss es riechen, schmecken, fühlen, anfassen und so weiter. Nur in die Mitte. Okay, ich mache nur die Ränder sauber. Und dann treten die das ja durch. Da hat der Käse besser gerochen. Ja, die Städter wieder, ne? Ja, und da ist das sogenannte Käsebaby, aber es hat auch einen Namen. Sie heißt Antonia. Genau. Und Linda Guten Becker. Morgen. Guten Morgen. Ja. Na, du kannst ja lange ausschlafen. Ja, heute. Also ich habe euch ja schon verfolgt. Also wir sind seit 4.30 Uhr quasi unterwegs. Da war ich noch am Stillen und Tillmann ist aufgestanden, um euch dann die Käserei aufzumachen und mit euch in die Frühschicht zu starten. Und ja. Du hast eine schöne Nachricht für uns. Ja, es ist ein Kälbchen geboren worden. Wenn du möchtest, kannst du mal eine Handvoll Stroh nehmen. Das Kälbchen ist noch nass. Und wirklich? Kannst es ein bisschen abruppeln. Vielen Dank für diesen Einblick und dieses wunderbare Geschenk zum Schluss. Ja. Die nächste Milchkuh ist da. Herzlich willkommen auf dieser Welt.